Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. So, jetzt sehe ich auch wieder alle Screens. Wir versuchen jetzt nochmal, uns hier geschwind rüber zu schwingen. In der Hoffnung, dass dies klappt, aber das sieht gut aus. Nein, ich will da nicht rein, danke. So. Meine Güte, wir schauen jetzt, dass wir zum Eingang zurückkommen. Das ist die erste Halle, in der wir gestartet sind, quasi. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das, ja, eben ausgemalt habe. Denn ich möchte zumindest den Boss betreten, soweit alles parat zu haben, damit wir die Zeit zurückdrehen können und den Boss dann mit viel Zeit in Ruhe versuchen können. Schauen wir mal, ob das denn so gelingt, wie ich mir das gedacht habe. Da oben, ne? Yep. Komm ich da dran? Ich hoffe, das ist richtig und wir gehen jetzt nicht... Wir haben echt wenig Zeit. Es ist ein verlangsamter halber Tag jetzt noch übrig. Wie gesagt, ich hoffe, dass das so passt. Boah. Wenn nicht, dann ärgere ich mich, glaube ich, extrem. Nein, jetzt ärgere ich mich extrem. Leck mich fettig. Nein! Oder? Passt das? Ah doch, alles klar. Ich glaube, das sollte... Wobei... Moment mal. Ja doch, alles klar. Das soll... Das sollte eigentlich funktionieren. Nein, ich will da nicht hoch. Ich möchte zurück zum Eingang, danke. So, da sind wir nämlich dann auch schon wieder. Boah. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Erstmal möchte ich speichern und wenn jemand fragt, ja, ich habe zumindest mal eben über eine Komplettlösung gelesen, die natürlich jetzt noch die restlichen Feen abklappert, etc. pp. Das werden wir nicht tun, ich werde jetzt erstmal hier speichern. So, und dann gucken wir mal, also die Plattform wird uns ja noch nichts bringen, genau. Gibt es hier irgendwo eine Kiste, Truhe, sonst was. Da oben müssen wir, glaube ich, hin, oder? Ich glaube... Nein! Ich glaube, wir kommen hier noch nicht weiter, oder? Da landen wir ja dort drin. Ich glaube, wir können es vergessen aktuell. Oh Mann, ey. Ich hasse diesen Tempel. Also, ich glaube, den hasse ich noch mehr als den davor. Gucken wir uns jetzt nochmal ganz genau um. Aber es sieht leider nicht so aus, als dass wir da irgendwas greifen können, mit wem wir da hochkämen, oder? Och Mann. Weil da kommen wir nämlich ja nicht hoch.
Genau, dann landen wir ja da drauf. Moment. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler und das ist einfach nur den Tempel umdrehen, damit wir da rüberkommen. Ich weiß es nicht genau. Wir versuchen das jetzt mal. Ach Gottchen. Ach ja. Es ist nur ein Versuch, wenn es nicht klappt, dann müssen wir gucken, wie wir gucken. Okay. Ne, das kann eigentlich nicht sein. Triff bitte. Ich habe keine Lust mehr. Also ganz ehrlich, auf den Tempel habe ich echt keinen Bock mehr. Vielleicht vertue ich mich und wir können den drüben umdrehen. Okay, das versuche ich jetzt gleich nochmal. Boah, aber ich habe echt auf diesen Tempel, ich habe so keine Lust mehr darauf. Eigentlich müsste das doch passen, oder? Einen Versuch haben wir nämlich danach noch notfalls. Eigentlich landen wir doch da richtig, ne? Nein, natürlich nicht. Leck mich doch am Arsch, ey. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Tempel. Es tut mir leid. Es ist... Vielleicht ist auch heute einfach nicht der richtige Tag, um hier weiter aufzunehmen. Ich weiß es nicht. Und wieso klingt der eigentlich doppelt? Moment. Aber wahrscheinlich, wenn ich den da draußen umdrehe, selbst wenn ich dran käme. Ja, das bringt nichts. Das wird nicht funktionieren. Oh, Mann. Ich will doch einfach nur zu diesem Scheiß-Boss. Warum zeigt er eigentlich da an, dass man sich da festgreifen kann, wenn es doch nicht geht? Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich beende den Part hier und... nein, ich beende den Part nicht hier, sondern ich mache hier eine Pause und auch hier beim nächsten Mal sehen wir uns dann an dieser Stelle wieder. Bis dahin, tschüss. Ja, und damit nochmal, ja, in den Part zurück... ich habe jetzt, glaube ich, eine Idee, wo wir hin müssen. Ich versuche jetzt nochmal, kann ich die von hier unten, kann ich die Kiste, die wir haben müssen, nicht sehen? Das war der Fehler, den ich hatte, bei dem, wo ich letztes Mal nachgeguckt habe. Wobei, Moment mal, die obere hier müsste es eigentlich... Ah, die kommt da drüben erst, wenn wir den Schalter aktiviert haben. Okay, dann müssen wir nochmal gucken, dass wir nochmal hier rumkommen. Und zwar müssen wir tatsächlich diesen einen besagten Schalter noch umlegen, der sich dort in dem Raum befand. Und ich glaube, das war hier oben, hoffe ich. Oh, es wird zeitlich... Ja, ja, genau. Das wird zeitlich so arscheng, wenn wir es schaffen sollten. Achso, wir brauchen Lichtfalle dafür. Ah, ficken, ey. Ja, gucken wir mal, ob das jetzt überhaupt funktioniert, weil wir... Ah, Mist. Ich krieg den gar nicht mehr umgedreht hier, ne? Oh, shit, 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 shit. Aua. Okay, da haben wir schon mal keine Chance mehr. Gucken wir mal, ob wir da vorne dran kommen.
Na, komm. Das sind Pfeile. Okay, immerhin. Ja, könnte, wie gesagt, sehr arscheng werden. Ich will halt nur zumindest mal in den hoffentlich Bossraum rein. Ich meine, wir haben noch 5 Stunden. Und wie gesagt, uns fehlt ein Schalter. Wie ich mittlerweile weiß. Na, den wollte ich gar nicht aufsetzen. Ach ja. Ich hoffe, das war so. Ja, genau, und hier auch nochmal. Jetzt müssen wir uns einmal von denen so die Potion da holen. Genau so, hier hoch. Boah, ich hoffe, ich finde den Raum jetzt. Wir sind von dem Raum nach links, das heißt, theoretisch müsste das gleich auch irgendwo weiter links sein, aber schauen wir mal. Okay, da sind wir schon mal oben, jetzt geht's runter. Okay. Ist mir jetzt gerade egal. Wir schwingen uns rüber. Ich hoffe, das klappt noch. Uah. Ja doch, das sieht gut aus. Okay. Boah, ich hoffe, das war richtig, dass wir... Oh, leck. Okay. So war das nicht geplant. Bitte lass das richtig sein, ansonsten wird das jetzt eng. So, einmal hier nochmal rüber. Wir müssen, wie gesagt, da in den Raum, wo dieser wunderbar tolle Schalter war, wo ich mich gewundert habe, wie wir da rankommen. Also wenn ihr es seht, wisst ihr auch direkt, dann wisst ihr sofort, was ich meine. Okay, ich glaube, das war nicht hier, oder? Nee, genau. Fuck. Wo war der denn noch? Verdammt. Ach, shit. Okay, das war falsch. Da war es nicht. Ach. Vielleicht da hinten links. Wir müssen es einfach jetzt versuchen. Ich hoffe, es klappt irgendwie noch. Aber die Hoffnung stirbt langsam in mir. Sonst muss ich zurücksetzen. Oh, was ein Mist. Das ist nur, weil ich hier verplempert habe, weil ich es einfach nicht so gesehen habe. Oder weil ich mich vielleicht auch nicht richtig umgeguckt habe. Genau da müssen wir hin. So, und für den Gegner, jetzt habe ich das auch verstanden. Dann können wir nämlich hier rüber und damit ist er kaputt. Damit erscheint dort oben die Truhe. Und mit dieser Truhe, das ist die, die ich letztes Mal vergeblich gesucht habe. Damit kommen wir nämlich dort oben hin. Und dort ist die Türe hier. Damit sind wir noch nicht durch. Aua.
Nein! Nein. Nein, scheiße. Mist. Und da schmeißt er uns zurück. Das ist natürlich echt miese Nummer. Ach, verdammt. Okay, ich habe jetzt gerade mal... Es bringt nichts. Ich speichere hier. Und ich hoffe mal, dass wenn wir jetzt zurückdrehen... Ich hoffe, dass wir, wenn wir jetzt zurückdrehen, hier keinen Progress verlieren. Das wäre so ärgerlich. Also notfalls muss ich laden. Wir versuchen es mal. Gucken, ob wir den Schlüssel verlieren. Ja, wir verlieren ihn. Okay, wir verlieren ihn. Dann... Verdammt. Ja, das tut mir leid. Dann gehen wir nochmal rein. Ich meine, gut, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Verdammt, ey. 3 Stunden noch und das, die Zeit verfliegt. 2 sogar nur noch. Oh, scheiße. Und wir sind so nah dran und ich denke, dass ich es dann privat nochmal bis da spielen muss. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, auf jeden Fall. Oh Mann, was ein Mist. So, du warst... du warst? Nein! Scheiße! Okay, ich glaube, das können wir tatsächlich knicken. Ach, nee. Dann muss ich das alles nochmal machen. Ich habe keine Energie für die Pfeile. Was ein Mist. Okay. Ja gut, ich glaube, das ist zeitlich so oder so nicht mehr schaffbar für uns. Ja, genau. Mehr als das verliert er auch nicht. Blöd. Okay, und hier kommen wir auch nur hier rum, ne? Ja, ist klar. Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Ich nehme das jetzt nicht auf. Ich versuche mal mein Bestes, ob ich das noch irgendwie mit dem Speicherstand hinkriege. Und ansonsten, ja... werden wir dann im nächsten Part halt dann auf jeden Fall so weit sein, dass wir Richtung Boss-Schlüssel weiterkommen. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Bis dahin, tschüss!